Nachdem die bisherigen Vorträge auf der Veranstaltung hauptsächlich sich um die GIS-Software gedreht haben, kommen jetzt die Fans vom OpenStreetMap-Projekt auch zu ihrem Recht und den Reigen eröffnet ein Referent, der auf dem letzten Chaos Communication Kongress, auf dem wir als OpenStreetMap auch immer einen Stand haben, sich einem herausfordernden Projekt gewidmet hatte, indem er einen riesigen Drucker dabei hatte und Leute konnten dann nach ihren Vorgaben Karten sich ausdrucken lassen. Und das war natürlich ein recht herausfordernder Job. Und das, was er jetzt dabei gelernt hat, denke ich mal, werden wir jetzt von ihm hören. Viel Spaß mit dem Vortrag von Hartmut Holzgräfe. Ja, das ist nicht nur die Arbeit vom letzten Chaos-Kongress, das hat sich schon etwas länger hingezogen. Nochmal schnell zu mir. Mein Name ist Hartmut Holzgräfe. Ich komme aus Bielefeld, wirklich. Habe Informatik und Elektrotechnik studiert, auch in Bielefeld, beides, wirklich. Bin OpenStreetMapper seit 2007 und arbeite in meinem wirklichen Leben als Datenbank-Support-Engineer für MariaDB, früher MySQL. Und ich habe schon immer, wenn ich irgendwo in eine neue Wohnung gezogen bin, immer mehr oder weniger als erstes geschaut, dass ich irgendwo einen Stadtplan von der Gegend mir aufgehängt habe, selbst wenn ich die Gegend eigentlich kannte. So sieht es im Augenblick bei uns in der Wohnung aus, mit dem offiziellen Bielefelder Stadtplan. Und ich habe auch einen großen, nicht super großen, aber immerhin DIN A1 großen Drucker mal günstiger stehen können. Und da war natürlich das Ziel, auch mir selber Karten damit drucken zu können. Und das ist dann konkret geworden vor ein paar Jahren, als wir die große Flüchtlingswelle hatten, als ich gebeten wurde, ob ich helfen kann für verschiedene Turnhallen und ähnliche Einrichtungen, die kurzfristig umgewidmet worden sind, Umgebungspläne zu erstellen, dass man zumindest mal sehen kann, wo ist der nächste Briefkasten, wo ist die nächste Telefonzelle, solche Dinge. Da haben wir erst ganz kurz drüber nachgedacht, einfach den offiziellen Stadtplan aufzuhängen und zu beschriften. Aber wie man sieht, das Ding ist etwas größer. Bielefeld ist, das was jetzt die Stadt Bielefeld ist, ist ein eingemeindeter ehemaliger Landkreis. Und deswegen sieht man im Detail nicht so viel. Also es ist günstiger, wenn man wirklich einen Kartenausschnitt wählen kann und den dann beschriften kann mit verschiedenen Points of Interest. Und der ganz naive Plan A war, wie kriege ich eine Karte gedruckt? Ich mache mir einfach einen Screenshot. Das klappt für ganz kleine Umgebungen noch ganz gut und für kleine Papierformate, aber wenn es groß werden soll, dann erkennt man nichts mehr. Also wie üblich, wenn man mit dem Plan anfängt, hallo? Genau, braucht man irgendwann auch einen Plan B. Plan B ist, man kann auf der OpenStreetMap-Webseite sich einen Kartenausschnitt auswählen und in verschiedenen Formaten, unter anderem auch in PDF und in SVG, exportieren lassen und das dann weiter bearbeiten. Das ist schon ein bisschen besser. Das hat aber zum einen den Nachteil, dass man nur genau den einen OpenStreetMap-Stil benutzen kann. Nicht mal die drei anderen Kartenstile, die standardmäßig auf der Webseite mit drauf sind. Und es ist immer Fummelei, dass man das richtige Seitenverhältnis hinbekommt, dass es auch nachher auch genauso aufs Papier passt, wie man es eigentlich haben möchte. Also Plan B schon besser, aber auch immer noch nicht perfekt. Nächster Versuch, Plan C. Da habe ich mir angeschaut, was es dann so an Software und vor allem an anderen Webdiensten gibt, die man vielleicht benutzen kann. Und von denen, die ich damals gefunden habe, war Map-OS-Matic das, was am ehesten gepasst hat. Das kann auch SVGs und PDFs exportieren, die man nachbearbeiten kann. Man kann am Bildschirm einen Kartenausschnitt wählen, er wird dann auch passend so skaliert, dass er wirklich aufs Papier passt. Und noch ein paar andere nette Vorteile. Das Ganze sieht dann, wenn man eine einseitige Karte druckt, will so aus. Man kriegt also oben noch eine schöne Unterschrift. Unten, ja, da kann man sehen, hier bei mir nicht. Unten hat man auch Hinweise, auf welchem Kartenstand die Karte beruht, also wann die erzeugt worden ist, mit welchem OpenStreetMap-Datenstand und auch die üblichen Copyright-Hinweise. Und man kann optional an der Seite noch einen Straßenindex erzeugen. Oder was Map-OS-Matic auch kann, es kann das Ganze auch mehrseitig, kann einen schönen kleinen Atlas erzeugen mit einer schönen Frontseite, dann einzelnen Kartenseiten, die auch immer an den Seiten die Verweise haben, wo ist die nächste Anschlussseite und hinten den Straßenindex auch nochmal hinten dran.
Der Einseiteindruck ist mehr das, was mich interessierte, deswegen geht es jetzt in der Folge nur noch darum. Problem bei der Mappers Metric bei der ursprünglichen Seite war, die ist von französischen Studenten ungefähr zwischen 2009 und 2013 entwickelt worden. Und dann, wie das so geht, alle sind fertig mit dem Studium, haben neue Jobs, neue Aufgaben, neue Interessen und es ging dann irgendwann nicht mehr weiter. Am Anfang, als ich damit gearbeitet habe, lief die Seite zwar noch ordentlich, aber man hat gesehen, zum Beispiel die Kartenstile, die angeboten wurden, die waren auch schon alle mehrere Jahre alt, insbesondere OpenStreetMap Standardstil. Und dann kam mit der Zeit auch dazu, dass immer öfter die Webseite auch mal für immer längere Zeiträume nicht mehr verfügbar war, weil die Datenbank kaputt gegangen war oder ähnliche Probleme. Also, da das Ganze aber auch ein Open-Source-Projekt war, habe ich erstmal gedacht, da setzen wir uns mal gerade schnell hin und installieren eine eigene Instanz. Dann hat sich aber gezeigt, dadurch, dass das schon so lange nicht mehr gepflegt war, war natürlich auch die Software mit all ihren Abhängigkeiten auch schon mehrere Jahre hinterher. Also war die erste Aktion überhaupt erstmal das Ganze auf einem aktuellen Linux überhaupt zum Laufen zu kriegen. Dann die ganzen Style-Sheets zu aktualisieren und auch ein paar Kleinigkeiten, die mir nicht gefallen haben, dann bei der Gelegenheit auch auszubessern. Aber jetzt erstmal zu dem Ablauf, wie die Webseite funktioniert. Man hat als allererstes, wenn man eine Karte erstellen will, die Auswahl, man kann nach einer Stadt suchen. Man kann selber einen bestimmten geografischen Bereich als Box auswählen. Oder was ich mittlerweile hinzugefügt habe, vor allem jetzt innerhalb des letzten Jahres. Ja, das ist ja nochmal die Suche nach einer Stadt. Die Folie ist noch vom letzten Jahr von der Vosges aus Passau. Wenn man hier anfängt, einen Städtenamen einzugeben, kriegt man mehrere Vorschläge, je nachdem, was in der OSM-Datenbank gefunden wird. Und man sieht, ein paar der Einträge sind ausgegraut. Da ist zwar der Ort eingetragen in der OpenStreetMap, aber es gibt kein Grenzpolygon dafür. Deswegen kann man die nicht auswählen. Die wirklich schwarz dargestellt werden, die sind auswählbar, weil da die Grenzen bekannt sind und damit der Kartenausschnitt festgelegt werden kann. Und dann mittlerweile neu, man kann einen GPX-Track hochladen. Das ging letztes Jahr auch schon. Aber mittlerweile bekommt man auch gleich in der Kartenauswahl dann den Kartenausschnitt gleich passend ausgewählt und kriegt auch eine Vorschau, habe ich überhaupt den richtigen Track hochgeladen. Und das Ergebnis sieht dann so aus, es wird über die eigentliche Karte dann so im Rot plus Textmarker-Stil der Track schön sichtbar drüber gerendert. Und ganz neu habe ich auch zumindest für alle grundlegenden Features von UMAP auch die Möglichkeit, dass man mit UMAP selbst gezeichnete Karte, wenn man die als Full Map Data exportiert, exportiert UMAP alles, was man da als Karte gemalt hat, als großes JSON-File. Das kann man ja auch wieder importieren, kriegt eine ganz grobe Voransicht, wie es aussehen wird, wieder den Kartenausschnitt passend gewählt. Und wenn man es fertig gerendert hat, dann sind auch die Stileinstellungen, die man in UMAP gemacht hat, also zum Beispiel, welche Icons sollen in den Markern sein, welche Farben sollen Linien und Flächen haben, dann auch mit in dem fertigen Ergebnis drin. Aber erstmal zum weiteren Ablauf, wenn man einen Kartenausschnitt gewählt hat, ist die nächste Frage, was für ein Kartenlayout möchte ich haben? Da gibt es vier verschiedene zur Auswahl. Das ist einmal einseitig gedruckt, nur mit oben der Titelzeile und unten dem Copyright-Hinweis. Dann gibt es die Möglichkeit, den Straßenindex auf der rechten Seite oder am unteren Rand zu haben. Oder als vierte Option den mehrseitigen Atlas. Dann der nächste Schritt ist, welchen Kartenstil möchte man haben? Da gab es bei der ursprünglichen Mappers-Matic 4 oder 5, sind mittlerweile ein bisschen mehr geworden. Ich habe das Ziel, alles, was ich an MapNIC-Kartenstile und an Kato- und CSS-Kartenstile, das sind die beiden Formate, die unterstützt werden, alles, was ich da an öffentlichen Stilen gefunden habe, habe ich versucht, hier einzubinden. Und was die ursprüngliche Website auch nicht hatte, es gibt jetzt immer ein kleines Vorschaubild. Das ist nicht der Kartenausschnitt, den man gewählt hat, das ist vorab gerendert, sonst wäre es nicht schnell genug. Aber man kriegt das ungefähre Vorstellung schon mal, wie sieht das Ergebnis dann aus. Dann kann man zusätzlich noch sagen, ich möchte noch andere Informationen über die Karte drüberlegen. Hier jetzt in der Vorschau haben wir die Surveillance-by-Surveillance-Kameradaten. Wo sind die Überwachungskameras, wo schauen die hin?
andere Möglichkeiten sind. Ich habe ein Kartenoverlay für Hydranten und andere Rettungseinrichtungen, einen für Höchstgeschwindigkeiten, ja, hier die Überwachungskarte, dann alle Wanderweg- und Fahrradrouten-Layer von den Waymark-Trails kann man hier drüber legen. Und ganz unten als kleines Feature einen ungefähren Kartenmaßstab. Dann nächster Schritt ist, wie groß möchte ich die Karte haben? Da wird erstmal eine Liste von Papierformaten vorgeschlagen, die passen würden. Je größer der Kartenausschnitt ist, den ich wähle, desto größer muss auch das Papier sein. Das heißt, die oberen Einträge, DIN A4, DIN A3, die fallen irgendwann weg, wenn der ausgewählte Ausschnitt größer wird. Und auf der anderen Seite, je größer ich das Papierformat wähle, desto größer ist auch die Detailtiefe. Also das OpenStreetMap Zoom Level steigt mit der Größe des Papierformats dann auch an. Und man kann auch die Ausrichtung in Hochformat oder Querformat wählen, aber in der Regel ist da schon die passende Auswahl automatisch getroffen worden. Ja, und dann letzter Schritt ist, ich kann noch der Karte einen Titel geben. Wenn man eine GPX-Datei oder eine UMAP-Karte hochgeladen hat, ist das schon alles vorher ausgefüllt. Ansonsten kann man hier einen eigenen Titel vergeben. Man kann eine Sprache auswählen. Die Sprache ist leider noch nicht für die Karte selber. Die Kartenbeschriftung ist immer so, wie sie im Kartenstil vorgesehen ist. Die Sprachauswahl bezieht sich hier nur auf den Copyright-Hinweis unten auf der Karte und auf die Überschriften im Straßenindex. Da gibt es neben den reinen Straßeneinträgen auch noch ein paar extra Einträge für öffentliche Einrichtungen, Schulen, Kirchen und andere religiöse Orte, die dann auch entsprechend überschrieben werden. So, und dann letzter Punkt, unten rechts auf den blauen Knopf drücken. Und dann kriegt man eine Vorschau wieder des Bereichs, der gerendert wird. Und man sieht, wie viele Rendering-Jobs sind da noch in der Warteschlange, dass man ungefähr abschätzen kann, wann ist mein Ergebnis da. Wenn man eine einseitige Karte druckt, das dauert so zwischen 1 und 5 Minuten. Eine mehrseitige Karte, je nachdem, wie viele Seiten das Ergebnis insgesamt hat, kann schon mal länger dauern. Und spätestens nach einer Stunde, wenn es wirklich zu groß wird, wird der Renderauftrag. Wird der Renderauftrag automatisch abgebrochen, dann ist der nächste dran, dann, um zu verhindern, dass irgendjemand den Server da komplett lahmlegt. So, dann habe ich hier mal einen ganz kurzen Überblick der verschiedenen Kartenstile. Das sind auch noch die Folien von Passau vom letzten Jahr, weil die einfach schöner aussehen als Bonn. Tut mir leid. Ja, das ist so der Standard OpenStreetMap-Stil. Dann habe ich nochmal eine schwarz-weiße Variante davon. Der ist besonders dafür geeignet, wenn man Overlays drüber legen will. Man sieht, er ist nicht ganz schwarz-weiß, weil oben die Bundesstraßenschilder, die schimmern noch ein bisschen gelb durch, weil ich nur den eigentlichen Kartenstil in den Farben angepasst habe und nicht auch noch alle einzelnen Hintergrund-Icons. Ja, dann haben wir hier den deutschen Stil vom Sven. Dann den französischen Stil von der französischen OpenStreetMap-Webseite und noch einige mehr. Geht jetzt mal ganz schnell durch. Die OpenTopoMap haben wir noch. Da sind auch, sieht man hier leicht angedeutet, sind auch Höhenlinien mit drin. Die Geländeschummerung habe ich leider noch nicht drin. Da reicht mir der Plattenplatz auf dem Server nicht mehr für. Dann noch mal sehr schön. Da haben wir jetzt mal einen anderen Kartenausschnitt, nicht Passau. Ich habe zwar nicht die Original Open Snow Map, aber eine alternative Skiroutenkarte, wo auch die einzelnen Pisten und Lifte, wenn sie eine Bezeichnung haben, auch mit ihren Nummern oder Bezeichnungen gerendert werden. Und da habe ich auch einen ganz kleinen Bereich nur für die Alpen, wo tatsächlich auch, wie man hier sieht, auch die Geländekonturschummerung mit drin ist. Aber für die ganze Welt reicht es noch nicht auf dem Server. Ja, und dann wie schon erwähnt, es gibt verschiedene Karten-Overlays, die man auswählen kann. Das erste, was ich da hatte, war das Hydranten-Overlay. Das würde jetzt zu weit in die Tiefe gehen, wie das Ganze implementiert ist. Dann Höchstgeschwindigkeiten.
Wanderwege, Überwachungskameras. Und bei den Überwachungskameras ist besonders, wenn man sich den MapNIC-Renderer anschaut oder auch das, was die PostGIS-Datenbank liefern kann, die kennt eigentlich keine Kreisbögen. Das ist also die Frage, wo kommt da unten dieser kleine Kreisbogen für den Kamerablickwinkel her? Da ist es tatsächlich so, dass ich nicht MapNIC direkt zum Rendern benutze, sondern die fertig gerenderte Karte nehme und dann noch mit Python und Python Chirographics Extensions dann nochmal über die Karte mehr oder weniger von Hand in Python Code rübermale. Da gibt es auch ein einfaches API für, aber das wird jetzt auch für die kürzeste Zeit zu weit führen. Was es dann noch abschließend gibt, ist ein alternatives Frontend zu dem eigentlichen Map-Prismatic Frontend, was sich auch herausgestellt hat für die Umgebungspläne, die ich gemacht habe. Das, was an SVG aus dem Map-Prismatic rauskommt, das ist, zumindest wenn man das mit Open Source Tool bearbeiten will, ist das eigentlich zu groß. Also das einzige Programm, das es überhaupt bearbeiten kann, ist Inkscape. Und selbst das fühlt sich manchmal dann so an, wie damals mein erster 386er, als ich das erste CorelDRAW hatte. Man verschiebt ein Objekt, dann wartet man eine Minute, dann sieht man, dass es zu weit verschoben ist. Also war das eine ziemliche Formelei, diesen Seitenindex und den ganzen Marker hinzubekommen. Deswegen gibt es dafür jetzt auch ein einfaches JavaScript-Interface, mit dem ich einfach Marker auf einer Karte platzieren kann, beschriften kann. Und wenn ich damit zufrieden bin, dann drücke ich einmal auf das Druck-Icon und es kommt ein fertiger Umgebungsplan, gleich mit den passenden Abmessungen und Beschriftungen und den richtigen Planquadratbezeichnungen hier an der Seite. Na, wo ist er hin? Da. Dabei raus. So, und als letzter Punkt noch, wenn man das Ganze selber aufsetzen möchte, es ist alles Open Source, also eigentlich ganz einfach, TM. Aber das Ganze hat eine ganze Menge Abhängigkeiten. Also ich brauche OpenStreetMap-Daten für den Bereich, den ich anbieten will. Man braucht noch jede Menge Shapefiles, die Küstenlinien, Grenzen und andere Sachen beschreiben. Das ist dann wieder von Kartenspiel zu Kartenspiel verschieden, was man da braucht. Um das Ganze möglichst zu automatisieren und auch für mich selber testen zu können, habe ich das Ganze in Vagrant und VirtualBox-Umgebung gepackt, mit der man dann relativ einfach selber spielen kann oder auch offline arbeiten kann. So, ja, das sind die ganzen Voraussetzungen, die man von Hand installieren müsste, wenn man es von Hand machen würde. Aber das Ganze geht auch einfacher. Die ganze Vagrant-Box ist auf GitHub verfügbar. Das heißt, man kann die einmal auschecken, eben das Verzeichnis wechseln. Man muss einmal den richtigen Kartenausschnitt, den man haben möchte, herunterladen und unter data-osm-pbf als Dateinamen abspeichern, also indem man sich zum Beispiel entsprechenden Extrakt von der Geofabrik holt. Und dann sagt man nur auf Vagrant ab und so je nach Netzanbindung eine halbe Stunde bis Stunde später hat man eine fertig lauffähige lokale Instanz, mit der man spielen kann. Also wobei die halbe Stunde bis Stunde ist, wenn man ungefähr ein Bundesland importiert, je mehr Daten man importiert, desto länger dauert es dann natürlich. So, also als Erkenntnisse, die ich zumindest daraus gezogen habe, Karten auf Papier zu bringen, ist nicht so einfach, wie sie auf dem Bildschirm darzustellen. Aber alles, was wir dafür an Werkzeugen brauchen, existiert im Prinzip. Das Ganze mit einem Webfrontend zu versehen, wie die Franzosen ursprünglich gemacht haben und womit ich weiterbearbeitet habe, war eine recht gute Idee. Und der Weg dahin war zwar teilweise auch mal frustrierend, aber jetzt im Endergebnis, denke ich, ist da was recht Brauchbares bei rausgekommen. Und es wird auch am Tag so um die 100 Mal für um die 100 Karten im Augenblick im Schnitt tatsächlich benutzt. Und das bin ich nicht nur ich alleine. Ja, damit wäre ich dann soweit durch. Und da haben wir schon eine Frage. Ja, erstmal vielen Dank für den super Vortrag, Hartmut. So, und dann geht es schon los mit Fragen hier. Vielleicht gar nicht mal unbedingt eine Frage, sondern eine Anmerkung. Du hattest gesagt, ja, ja, die Karte, die ist dann selber nicht lokalisiert. Jetzt habe ich da ja so einen Code. Ja. Und den da einzubauen, ist gar nicht so kompliziert, habe ich mir jetzt so auf den ersten Moment mal gedacht. Weil ich habe nämlich eine lokalisierte Version vom internationalen Stil auch und der deutsche Stil ist sowieso lokalisiert.
Und wenn du da jetzt auf, was weiß ich, Englisch drücken würdest, statt auf Deutsch, dann würde der englische Labels bevorzugen. Das kann der Code bereits. Das wird bloß nirgends nach außen geführt. Also weil ich kann halt, also mein Stil kann das bereits, aber ich kann halt auf dem deutschen Kartenserver eben nicht sagen, ich mache jetzt irgendwie 5 europäische Sprachen, deshalb mache ich nur Deutsch. Also das ist tatsächlich in dem Erzeugen von dem View sind das irgendwie 5 Änderungen und dann habe ich das von Deutsch auf Englisch geändert. Also das als vielleicht als Anregung, das wäre nämlich ziemlich cool, wenn man das könnte. Ja, wir hatten ja gestern Abend auch schon kurz drüber gesprochen. Das ist auch auf der To-Do-Liste, die eigentlich hier als Folie dabei war, die irgendwie verschwunden ist. Aber es ist relativ hoch auf der Liste. Und ich habe gegenüber denen auch den Vorteil, dass ich wirklich nur jede Karte einmal gezielt rendern kann und Zeit dafür habe. Deswegen sind mehrere Sprachen auch eigentlich überhaupt kein Problem. Also irgendwann demnächst, hoffentlich. Weitere Fragen da vorne, ja? Inwieweit kann man die Karte individuell anpassen, zum Beispiel noch einen Nordpfeil oder einen Maßstab hinzufügen? Nordpfeil ist automatisch drauf. Wobei ich das in Zukunft auch so machen möchte, dass der auswählbar ist. Und Maßstab kann man in den Overlays als untersten Punkt auswählen. Und es ist immer so, die Kartenquadrate, die sind immer 100 Meter, 200 Meter, 250 Meter, 500. Also in einigermaßen glatten Abmessungen. Und der eigentliche Maßstab, der dann aber rauskommt, ist leider im Augenblick noch recht krumm. Weitere Fragen? Dann kommt, da vorne, ja. Ja, nur eine Verständnisfrage. Also so wie es klang, brauchst du ja für jeden Stil den kompletten Stil mit Icons dann vielleicht noch und für bestimmte Sachen Public Transport oder sowas wahrscheinlich auch noch Datenbankänderungen. Klingt relativ kompliziert. Würdest du dir da irgendwie eine Vereinheitlichung wünschen oder sowas? Also einen koordinierten Weg, wie man an bestimmte Objekte von jedem Server dann kommen könnte? Von der reinen Datenbank her kann man es über Views so regeln, dass das mit dem Vereinheitlichen kein großes Ding ist. Das Einzige, was mir da jetzt noch fehlt, ist, ich müsste mal umstellen auf das neue Datenbankschema von dem Kato-OSM-Stil. Da hänge ich noch im Augenblick auf einer etwas älteren Version fest. Was schön wäre, was ich ja mittlerweile auch weitgehend von Hand zumindest in dem Wagon-Setup gemacht habe, ist, dass nicht mehr jeder seine eigenen Shapefiles doppelt und dreifach und vierfach sich holt, sondern dass die alle vereinheitlicht in einem Folder liegen und dann von allen Stilen gemeinsam genutzt werden. Denn da kommen ja auch schnell einige Gigabyte zusammen. Andere Fragen an Hartmut? Dann habe ich jetzt selber noch eine. Weißt du, wie der Dienst sich finanziert? Das ist im Augenblick mein eigenes Privatvergnügen. Okay. Sonst noch Fragen? Ja, dann nochmal abschließend einen Applaus für Hartmut. Okay.